Oh, ist das romantisch und es wird gleich noch viel, viel romantischer. Hier ist Claudius Fabig zu Gast auf dem Satirekanal von Robert Götz-Matuszewski. Und was könnte romantischer sein, als neben einem wahren Romantiker zu sitzen, nämlich Stefan Brotschka. Stefan! Ja. Hallo. Oh, meine Herren, freut mich, dich mal wieder zu treffen. Grüßt euch! Ja, Stefan, ich sag's mal ganz platt, ist der Chef von AfD Bayern. Bist du zufrieden mit der Wahl in Bayern? Ja, natürlich bin ich zufrieden, wir sind Oppositionsführer. Wir werden den Leuten zeigen, wie gut wir sind. Super. Ja. Und bei der nächsten Wahl, wie viele Stimmen werdet ihr dann haben? Wie viel Prozent? Na, es kommt darauf an, wie viel der Söder zulässt, weil es ist ja nicht entscheidend, wer wählt, sondern es ist entscheidend, wer auszählt. Hat mal der Brüdermann gesagt. Ah, hier geht doch alles mit linken Dingen zu. Was denkst du, wie die meisten in unserem Land über unser Land denken? Also wie denken die meisten Deutschen über Deutschland? Ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Also wenn ich mir die Wahlergebnisse der letzten Wahlen angucke, wird es besser, aber ich habe wirklich die Befürchtung, dass viele Leute so denken wie die Linksgrünen in Deutschland verrecke. Okay, schönes Stichwort, denn zu Deutschland verrecke gibt es auch was zu sagen. Ich habe dir etwas mitgebracht, nämlich, nein. Doch, ich habe dir mitgebracht, Made in Germany, Deutschland im rechten Licht, das Stolzbuch und es ist jetzt deins. Oh, das ehrt mich aber, ich habe ja alle deine Bücher. Oh! Also es ist wirklich, um das mal, also von dir persönlich eins überreicht zu bekommen. Wie immer halt, wie immer. Das letzte übrigens gab es bei einer Demo, bei der AfD-Demo. Ja, genau. Bei der AfD-Demo vor dem Bundestag hast du Beschimpfer bekommen und jetzt Made in Germany. Perfekt. Es heißt deshalb das Stolzbuch, weil es ist nicht mein Buch, es ist unser Buch. Es ist das Buch für alle Menschen, die Deutschland lieben und dafür muss man nicht mal Deutscher sein. Für alle, die dieses Land lieben und wertschätzen und wieder wertschätzen lernen. Dieses Buch mit den wichtigsten Erfindungen, den wichtigsten Künstlern, den wichtigsten Interpreten, wichtigsten Schauspielern, wichtigsten Schriftstellern, wichtigsten Komponisten. Also bin ich auch drin. Du bist auch drin. Stefan Brotschka ist auch drin. Du warst, glaube ich, einer der wichtigsten Schauspieler, oder? Ja, vermutlich, ja. Viel Freude damit. Danke. Ansigniert. Danke, danke, danke. Ich werde es in Ehren halten, ich werde es lesen und werde dich dann darüber informieren, wie ich es gefunden habe. Sehr gut. Toll, freue ich mich. Ja, so sieht eine Übergabe aus für einen wertvollen Menschen, ein wertvolles Buch. Danke für deine Zeit. Ich habe zu danken. Ihr Lieben, habt das mal gesehen. Bis bald. Ciao.